Zora, du warst im letzten Video schon bei mir. Da haben wir ein tolles Regulasch gemacht, zusammen mit einem Kürbiskartoffelstampf und so einen Salat dazu, so einen Krautsalat. Mm. Oh, da bin ich hingeschmolzen, das war echt köstlich. Jetzt machen wir noch Zimtschnecken, und zwar mit einem Teig, in dem auch ein bisschen Kürbis drin ist. Denn ich habe bei dir gesehen, du kannst dich hier mit Kürbissen totschlagen, genauso wie wir auch. Guck mal, das ist auch gut, ne? Ja. Ah. Deswegen. Und deswegen habe ich mir gedacht, können wir vielleicht auch noch eine Runde backen, weil du hast ja gesagt, Backen ist jetzt nicht so dein Spezialgebiet. Genau. Und da du ja Profi bist, und da möchte ich so ein bisschen abgucken, und hey, eine Kürbis-Zimtschnecke, das hört sich natürlich schon... Oh. Kürbis kann man tatsächlich einfach süß, salzig, tart. Kekse habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Brot von bis Suppen. Hast du ja selber wahrscheinlich auch schon viel gegessen. Ja, 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 kann man. Und genauso flexibel wie Kartoffeln, ne? Da kannst du auch so viel draus machen. Und ich habe zum Beispiel mal ein Kürbisbrot gebacken mit Rosmarin und Nusskruste, und das ist einfach ein ganz einfacher Hefeteig, wo die Flüssigkeit ein bisschen reduziert wird, und stattdessen wird Kürbismus genommen. Damit fangen wir jetzt an, und deswegen müssen wir den Kürbis jetzt erstmal schneiden, aushöhlen und dann im Ofen erstmal weichbacken. Gut. Super. Hit it. Oh, jetzt kommst du wieder mit deinem ganz kleinen Messer um die Ecke. Ja, ja. Chinesische Kochmesser, also ich bin ein großer Fan. Sie funktionieren wie ein Multifunktionswerkzeug. Ich bin echt begeistert. Ja, aber es ist sieht immer ein bisschen gefährlich aus. Also ich habe halt so richtig kleine, dicke Wurstfinger. Ne? Du hast keine Wurstfinger, doch, nein. Ja, sie sind ein bisschen kurz, aber... Weißt du? Du bist ja noch im Wachstum. Die wachsen ja noch, die werden noch länger. Sie sind nicht besonders lang, aber dafür kurz. Ich bin noch im Wachstum, ja. Mit Ende 20 bin ich immer noch im Wachstum. Die werden schon noch länger, die Finger. Irgendwann passt da eh drauf. Irgendwann werde ich ein kleiner, und jetzt kommt der Witz, Langfinger. Oh Gott, der war richtig schlecht. Musst du bitte rausschneiden. du machst den Kürbis, das heißt, ich kann ja eigentlich schon mal mit dem Teig anfangen, ne? Obwohl, nee, kann ich nicht, dann müsste ja gleich der... Wir haben den Backofen jetzt erstmal vorgeheizt, ne? 200 ja, Grad. Richtig. Ich weiß jetzt, womit ich anfange. Und zwar machen wir jetzt erstmal so einen kleinen Vorteig, damit die Hefe schon mal anfängt zu arbeiten. Okay. Während der Kürbis im Ofen backt. Was, wie nennt sich denn der Teig? Ist das ein Mürbeteig, ein Hefeteig? Das ist ein Hefeteig. Ein Hefeteig, ah, genau, ja, wir haben hier gerade schon noch eben schnell einen Würfel Hefe organisiert. Sag mal, hast du sowas schon mal gesehen? Nee, ich habe das gerade auch schon gedacht. Schau mal, die fangen schon an zu wachsen da, aus den Kernen raus. Und ich dachte erst, dass das wir... Ja, schau, unglaublich. Der Kürbis fängt schon an zu leben. Wahnsinn, das habe ich ja noch nie gesehen. Du hast nichts gesagt. Nee, ich dachte, er kennt seine Kürbisse bestimmt. Ja, die gehört da rein. Dann ist der ordentlich reif, wenn da die Würmer drin sind. Geil. Geil, geil, geil. Mein Lieblingswort. Und dafür nehmen wir jetzt, für den Vorteig, nehmen wir jetzt hier erstmal ein bisschen Mehl. Danach benutze ich noch deine Waage, keine Sorge. Gut. Das habe ich auch noch nie gesehen. Witzig. Vor allem ist da ja eigentlich kein Sauerstoff drin, ne? Ja, brauchen sie wahrscheinlich dafür nicht, ne? Wenn sie unter der Erde sind und da wachsen, ist aber es auch der, ja, wenig Sauerstoff. Also, ein bisschen Mehl. Schneebesen hat er auch. Also Vorteig machst du? Ich mache jetzt erstmal nur den Vorteig, dass die Hefe schon mal ein bisschen anfangen kann zu arbeiten. Dafür nehme ich jetzt hier was von dieser mega geilen Bio-Hefe. Und da gibt es tatsächlich einen krassen Unterschied. Ja? Ja. Guck mal, die ist so schön weich und cremig. Und ganz andere Konsistenz als dieses Krümelige. Ja, dieses, genau. Ja. Riecht auch total lecker und kostet jetzt, keine Ahnung, 40 Cent mehr als die normale. Aber sieht aus wie ein Stück Lehm, ne? Ja. Stimmt, echt. Jetzt haben wir hier... Wie magst du den Kürbis haben? Einfach klein schneiden, random, so in so walnussgroße Stücke. Ich nehme hier mal ein bisschen Milch raus. Jawohl. Und die müsste ich kurz warm machen. Das ist ein kleiner Topf. Geil, aber warum hast du hier eigentlich so eine riesen Kelle noch rumhängen? Falls mal irgendwie eine Fußballmannschaft kurz vorbeikommt, oder? Das ist ja das Schlimme. Also ich kaufe manchmal Sachen, da denke ich danach selber, Mensch, Ricotti, bist du verrückt. Den Größen. Größenwahnsinnig ist ja, ja. Er. Noch so ein Witz. Wie mit meinem Wok. So. Ganz rechts, noch eins weiter. Rechts, der müsste sein, ja.
Nein, ein ich weiter rechts, der hier. Ach, der? Nein, Quatsch. Der war doch richtig, Entschuldigung, oder? Der war richtig. Aber da kam nichts. Muss mal warten. Weil da piepst es auch, ne? Piepst überall, ja. Ach, der, das ist so ein bisschen ein Problemkandidat. Gibt's immer, ne? Jetzt. Dann machen wir die Hefe jetzt erstmal ein bisschen warm. Oh, und das mit diesem wackeligen Brett, ne? Kann ich ja kaum hingucken. Wie wird der Kürbis nachher gemacht? Auch den gestampft? Pürieren wir. Pürieren. Genau. Mhm. Okay. Ja. Erstmal einen Schluck Kaffee noch. Genau. Heiße Milch oder warme Milch. Genau, lauwarm. Kommt Zucker noch in den Vorteig mit rein, weil Hefe will ja immer was Süßes auch haben. Ja, aber das, was hier in dem Mehl drin ist, das reicht der Hefe das meistens. Ist okay, gut. Für den Anfang. Oh, das geht aber schnell hier bei dir, du. Ist aus jetzt? Ja. Gleich viel zu heiß geworden, ey. Toll, Zora. Wenn du so ein Schildchen brauchst zum Umhängen, ich lerne noch, kann ich dir was drucken? Kannst du dir für dich ausdrucken, mein Lieber. So. Jetzt rühre ich die Hefe hier rein. Ach, in die Milch direkt? Ja, okay. Damit die sich erstmal auffüllt. Wie hast du die jetzt kühler gemacht? Einfach mit ein bisschen Wasser? Ja, es okay. War eh nicht genug Flüssigkeit, von daher. Okay. Aber ich mache jetzt hier bei dem Rezept mal eben ein bisschen Freestyle. Von daher hoffe ich, dass es überhaupt gelingt. Okay. Ich hätte aber auch eine Profi-Küchenwaage da. Die habe ich schon gesehen. Die sieht tatsächlich sehr stylisch aus. Müssen wir benutzen. Machen wir. Ich tue einfach so, als ob ich was abwiege. So, jetzt habe ich hier Ist das okay so oder zu grob? Supi. Jetzt einfach ein bisschen Backpapier auf das Blech und dann ab in den Ofen. Das ist tatsächlich das Geilste an den Messern. Also sobald das Messervideo dann von mir kommt, ja, wirst du noch mehr Oh und Ah-Effekte haben, weil damit kann man wirklich tolle ja. Sachen machen. Hast du ein Geschirrhandtuch, ein sauberes, was ich hier über den Teig legen kann? Jawohl. Jawohl. So lobe ich mir das. Danke. So. Okay, Kürbis in den Backofen. Let's go. Und das ist das Schöne an Hefeteig. Jetzt können wir erstmal Pause machen. Das heißt, der geht jetzt, der braucht ein bisschen Ruhe, Wärme. Der kann jetzt hier so schön vor sich hin furzen und schon mal anfangen zu arbeiten. Und dann warten wir auf den Kürbis und dann machen wir weiter. Gut. Gut. Die hast du schon raus, okay. Ja, ich pulle jetzt hier schon mal eben kurz ein paar Kardamom-Kapseln. Ja. Wenn du willst, kannst du jetzt mal mit deiner super speziellen Mega-Monster-Waage 500 Gramm Mehl abwiegen. 500 Gramm Mehl brauchst du? 500 Grams auf Mehl. 500 Gramm. Geil, ey, das ist richtig geil, dass du sowas hast. Oh, sowas benutze ich echt gerne, muss ich sagen. Sowas Altes, ne? Ja, ja. Uriges. Und vor allem, weil es halt auch stromlos funktioniert. Ja. The good old way. Gut. Was brauchst du noch an abgewogenen Sachen? Oh, das macht so Spaß. 150 Gramm Zucker. Jawohl. Und 50 Kann Gramm. Kann es direkt damit rein, der Zucker? Ja. Oder separat? Kannst du damit reinhauen. Dann machen wir hier 100. Jetzt hast du 600. Und 500 ist das Mehl. Ah. Und 150 ist der Zucker. Du Fuchs. Kleiner Fuchs. Gramm Butter auch noch, die müssen wir aber schmelzen. Ja. Na, aber. Ich dachte, du schaust nicht so genau hin.
So. Kann man das nicht so machen und dann... Gut. Passt, gut, oder? Passt. Das sind jetzt vielleicht 1 Gramm oder sowas zu viel. Ja. So, ich habe jetzt hier 2 Nelken und Kardamom. Oh, oh, das... Da kommt schon ein Geruch. Oh, fantastisch. Das ist, oder? So... Christmas-y, sag ich immer. Christmas-y. Christmas-y, ja. brauchst du eine Schüssel bestimmt, ne? So. Guck mal hier, die Butter müssen wir gleich nochmal eben schmelzen. Ja, aber das stimmt ja nicht mit dem Gewicht überein. Zack. Schade. Vielleicht können wir gucken, wie schwer das ist. Ach so. Dann muss man so viel draufpacken, bis das... Oh, 500 ist zu viel. 300 vielleicht? Auch nicht. Na, ein bisschen über 200, da haben wir noch so kleine. So. Wow, wie geil. Guck mal, ich glaube so. Ne, ich glaube, ich habe noch kleinere. Ja. Nee, der. Jetzt fehlt mir noch 1 Gramm. Jawohl. Also der Topf wiegt exakt 215 Gramm. Und Hammer. Jetzt kann man, wie viel Gramm Butter brauchst 50. du? 50, dann machen wir den 50er rein. Ist der da? Zack. Mega geil, sowas will ich auch. Schau mal, das kann man ja hier schön ablesen. Ja. Auch der habe ich noch nie benutzt. Ich mache es immer nach Gefühl. Kann man sich ja auch denken. Ja, eben. Also. Das sind jetzt gefühlte 50. Schauen wir mal. Jawohl. Passt. Passt aber, ne? Passt. Butter kann man immer lieber ein bisschen mehr reinmachen. Ja. Ich bräuchte jetzt mal irgendeine Schale oder irgendein Gefäß und dein mega geiles Püriergerät. Was schon mal, hier haben wir Schalen. Das ist perfekt. Und meinen Mixer, jawohl. Schäufele. Wir brauchen allerdings nicht alles, glaube ich. Bin ich ja sehr froh um diesen Rührstab. Vorher hatte ich immer so ganz einfache, weißt du, das sind so Plastikdinger, die hauen nichts zusammen und das ist ja einer, der wirklich was kann. Ja, den hatten wir in der Gastro auch immer. Aha. Und der funktioniert deutlich besser als meiner. Ich habe immer eine richtige Misere. Ja? Oh. So eine Krücke. Ah, okay. So. So ein Kackteil. Dabei ist der so teuer. Der ist so teuer. Die haben doch noch so eine Maschine, so eine Küchenmaschine, auch so teuer. Und die ist genauso scheiße. Das ist aber nicht halt die Firma, die auch Staubsauger macht. Nee, die machen wenigstens gute Sachen. Bist du ein Fan von denen? Ja, sehr. Die machen geile Sachen. Muss ich leider sagen. Geile Staubsauger oder geile Küchenmaschinen? Geile Küchenmaschinen. Okay. Ich habe mal überlegt, ob ich mir einen kaufen soll. Dann habe ich mit vielen Nachbarn und Freunden gesprochen, die so ein Ding haben. Was haben alle gesagt? Alle, die so ein Ding haben, sind zufrieden. Sind super zufrieden und nutzen den auch. Nutzen richtig viel. Der Mario, mein Freund Mario, der hat so ein Ding auch und verwendet es richtig häufig. Die machen, seitdem sie das haben, fast alles selber zu Hause. Geil. Und das ist doch cool, das oder? Das ist mega gut. Ja. Schaut mal, hier ist der Teig jetzt schon schön aufgegangen. Ne? Wie wenig Mehl das war und wie schön der aufgegangen ist. Und da machen wir jetzt die restlichen Zutaten zu. Okay. Nochmal abschließend zum Ich finde es nicht cool, wenn man damit seinen... Achso. Das piept sich raus. Nochmal abschließend zu dieser Küchenmaschine. Ich finde es nicht cool, wenn man damit Sachen macht wie Milchreis oder Risotto oder so. Aha. So ein kann man gefälligst selber machen. Und zwar mit einem Topf und einer Flamme. Aha. Aber so ein Teil kann zum Beispiel Marzipan. Ah. Wie geil ist das bitte, sein eigenes Marzipan zu machen? Damit kannst du richtig geil Soufflés also machen. Also aus Mandeln? Genau. Was kommt noch rein? Honig? Nee, prinzipiell erstmal nur Mandeln. In den Marzipan? Genau. Marzipan, und Zucker. Ja? Ach, Zucker, kein Honig. Genau. Okay. Ja, kannst. Nee, Honig nicht. Geht nicht. Wird zu nass. Okay. Wenn du zum Beispiel eine Mousse au Chocolat machst, dann fängst du an, Ei mit Zucker aufzuschlagen. Und dann hast du immer diese Kacke mit dem Wasserbad und dann ist es zu heiß und so. Und da kannst du es einfach einstellen, wie heiß, und danach hast du das perfekte Ei. Mayonnaise selber machen, solche Sachen. Eine richtig geiles Gelee. Also ich will jetzt nicht, erzähle ich dir gerade nur ganz kurz. Ja, klar. Der Mario, den ihr ja schon kennt hier aus dem Film, bei dem war ich jetzt auch ein paar Mal zum Essen eingeladen und mit seinem und saugute Sachen. Immerhin, er benutzt es, er macht was selber und so. Das finde ich das Tolle daran. Das ist das Coole, ne? Ja. Jetzt machen wir hier den Kürbis dazu.
Ah ja, die Butter hast du schon rein. Genau. Willst du kneten? Ja, gern. Was für eine Konsistenz wird der dann haben? Ich verrühre das erstmal ganz kurz so ein bisschen. Das ist gut. Wie so ein Pizzateig. Ach so, so fest. Ah ja. Genau, wir rollen den dann aus und dann machen wir unsere Füllung da rein. Unsere Zimtfüllung. Oh, guck mal, wie dunkel der Teig wird. Ist es jetzt vom... Das kommt vom Zucker. Okay, dann knete ich den mal durch. Dann müssen wir mal gucken jetzt, ob das von der Konsistenz her so passt. Oh, da steigt ein Geruch auf, du. Boah. Das ist auch durch die Gewürze, glaube ich, ne? Ja. Der Kardamom. Was hast du noch drin? Nelke. Eine Prise Muskat können wir noch reinmachen. Wo hattest du das? Muskat ist hier. Schon mal da. Er ist jetzt sehr feucht. Ich glaube nicht, dass er noch so die Konsistenz von einem Pizzateig annimmt. Ja, machen wir gleich mal ein bisschen Mehl rein. Der Kürbis bringt ja auch Feuchtigkeit mit rein. Genau. Jede Menge sogar, ne? Ja. Achso, dann noch die Butter. Hattest du Wasser mit rein? Nee. Kein Wasser. Nur am Anfang in dem Vorteig. Okay. Das Rezept werde ich euch auch unter das Video stellen. Du musst mir da ein bisschen helfen, wenn du mir so ein bisschen was aufstellst. Mache ich. Und eine schöne Farbe auch durch den Kürbis. Hier muss jetzt auf jeden Fall Mehl rein, oder? Ja, was meinst du? Warte mal. Oder? Du kannst jetzt mal deine... Ich befreie dich mal. Kann man auch eh besser kneten. Ah, schaut doch schön aus. Und schon stimmen doch die 500 Gramm vorne und hinten nicht mehr, ne? Ja. Das kommt halt auch drauf an, wie viel Kürbis haust du dann noch mit dazu. Das ist, das versuche ich dann halt immer den Leuten beizubringen. Oder das liegt mir immer so am Herzen, dass sie sich dann auch mal trauen, es einfach auszuprobieren. Ja. Wenn die dann merken, okay, Zora hat mal wieder in ihren Rezepten was verkackt. weil ich schreibe die immer vorher und dann mache ich dann in der Sendung was anders und dann vergesse ich das manchmal, die zu korrigieren. Mhm. Und dann mache ich spontan irgendwie doch noch ein bisschen Sesam mit rein oder was auch immer. Genau, was einem gerade so einfällt und so. Ne? Das ist doch auch schön. Sowas gefällt mir sowieso, so nach Bauchgefühl ein bisschen kochen. Dein Kochkanal. Ich habe schreckliche Dinge gehört. Ja. Du hörst auf? Ich höre auf. Funk und ich haben uns getrennt. Wahnsinn. Das tut mir sehr, sehr leid, weil mochte ich schon sehr gern, muss ich sagen. Ich mochte es auch sehr gern. Ich mag es auch immer noch sehr gern. Aber meistens, man soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist, sagt man. Ne? Mhm. Und deswegen... Ich gehe aber davon aus, dass du auch ein paar Zukunftspläne hast, oder? Nicht so. Ich habe ein paar Zukunftspläne, ja. Was genau es wird, weiß ich noch nicht. Dein Buch ist auf jeden Fall noch in der Mache. Genau, Kochbuch steht an, Kochkurse kann man bei mir machen. Aha. Vielleicht mache ich einen eigenen YouTube-Kanal auf. Das wäre cool. Kann ich dich also nur ermuntern. Und also klar, du hast nicht mehr so ein großes Team hinter dir dann, aber du kannst halt selber bestimmen, wie es wird, was du machst. Und hast alles selber in der Hand. Ist auch eine tolle Sache. Also mir macht es echt Spaß. Ja. Boah, sieht ja schön aus. Gell? Schau, so. Und jetzt machen wir so ein kleines Kügelchen. Und jetzt geht der nochmal? Jetzt geht der nochmal. Okay. Ungefähr wie lang? 20 Minuten. Halbe Stunde vielleicht. Schauen wir mal, wie schnell es geht. Hier ist der gerade relativ warm. Und wie lange warte ich, bis mal was von der Zora nochmal sieht? Na, hoffentlich nicht lang. Also erstmal kann man mir bei Instagram folgen. Da sieht man auf meinem privaten Kanal eigentlich immer, was ich gerade so mache. Zori Lipanski. Zori Lipanski. Genau. Da kriegt man eigentlich immer ganz gut mit, was ich so mache. Und ich hoffe natürlich, dass ich... also wir arbeiten gerade an ein paar neuen Ideen, an ein paar neuen Konzepten. Mhm. Und ich hoffe natürlich, dass das auch alles umsetzbar ist. Und dann geht's weiter. Wirst du denn dem Klimansland treu bleiben und dort weitermachen? Oder machst du was ganz Eigenes? Nee, ich liebe das Klimansland. Schon, ich bin noch nicht fertig. Also okay. Koch mal lief jetzt ein Jahr und ein paar Monate. Ich habe eigentlich noch vor, ein bisschen weiter im Klimansland zu bleiben. Und wir haben jetzt die Gastroküche ausgebaut. Das heißt, wir können jetzt mit den Kochkursen anfangen. Und es gibt ja auch noch Sachen wie Weihnachtsmarkt, Schnabutrömata und die ganzen Veranstaltungen. Da bin ich super gerne Teil von. Und ich werde erstmal noch da bleiben. Es kann sein, dass ich nebenbei noch woanders was mache. Wie gesagt, ich kann dich da mal besuchen kommen. Da. Auf jeden Fall. Ja, das würde mich freuen. Okay. Und deswegen weiß ich nicht so genau, was jetzt in Zukunft auf mich zukommt. Mach weiter mit Kochsendungen. Ich schaue deine so gerne an und
es würde was fehlen. Es gibt so viele Kochsendungen auf YouTube, klar. Es gibt so viel Scheiß, den ich nicht anschauen kann. Und deine haben mir immer sehr gut gefallen. Danke. Also mach weiter. Ich mach auf jeden Fall weiter. Ja. Super. So, jetzt warten wir erstmal nochmal 20 Minuten, okay, eine halbe Stunde und dann sind wir auch gleich schon soweit. Weißt du, was wir jetzt noch in der Zwischenzeit machen können eben? Die Zimtbutter. Ja. Dafür brauchen wir jetzt erstmal eine gute Portion Butter. Eine richtig gute Portion. 250 habe ich hier. Ja. Passt? Passt. Und da machen wir jetzt einfach Zimt und Zucker rein. Kein Mohn? Kein Mohn. Ich merke schon, du hängst an deinem Mohn, ne? Ja. Mohnschnecken sind, magst du gerne, oder oh, was? Oh ja, alles mit Mohn. So ein Mohnkuchen mit richtig viel Mohn und der da so saftig ist. Mohn-Käsekuchen am besten. Oh und ja, ja, die Kombination. Oh. Wenn du ins Klimasland mich besuchen kommst, dann backe ich dir einen Mohn-Käsekuchen. Ich komme. Weißt du, was ich auch sehr gern esse? Na? Linzertorte. Oh ja. Meine Frau kann die beste Linzertorte machen. Die ist so gut. Echt? Ja. Da muss ich beim nächsten Mal wohl auf die Linzertorte deiner Frau zurückkommen. Gerne. 250 Gramm Butter. Dann Zucker? Ein paar Esslöffel Zucker drauf. So viel Zimt. Und viel Zimt. Boah, okay. Viel Zimt. Ah ja. Jetzt müssen wir das Ganze verkneten. Das ist ein bisschen eine Sauerei. Ja. Aber ich arbeite sehr gerne mit meinen kleinen dicken Händen. Nein, das ist auch gut so. Da hast du viel mehr, du bist viel näher, ja, an den Lebensmitteln, ja, dran, finde ich, als wenn du immer deine Latexhandschuhe, ja, anziehst, ja, oder das mit Maschinen nur machst. Mache ich auch gerne. Ja. Du musst dir vorstellen, die Butter, die streichen wir ja gleich quasi auf den Teig drauf. Ja. Dann hast du ja nur so eine Mini-Zimtschicht und den dicken Teig darum. Und deswegen das verteilt sich gut, ne? Kommt da so viel, okay, Zimt rein. Wie viel Mohn kommt jetzt noch rein? Wir können eine Seite machen, auch noch für dich mit Mohn. Und Knoblauch? Knoblauch? Auch nicht rein. Ne? Nee, aber Butter, das ist schon mal gut. Knoblauch, Zimt, Butter ist nämlich auch genauso wichtig. Okay. Oh, das sieht so schön aus, ne? Das ist marmoriert so richtig schön da drin. Das sieht auch immer schön aus. Als ob man bald jetzt in Hundescheiße zieht. Ja, genau das wollte ich gerade erzählen. Ich kann mich gar nicht mehr selber daran erinnern, aber meine Mama hat es mir erzählt, wie wir als Jungs, ich habe noch zwei Brüder, wie wir nach Hause kamen, barfuß draußen gewesen sind, irgendwo die Hundescheiße getreten und es ist so durch die Zehen gequält. Ja, genau. Ekelhaft. Ja, als so. Kind machte das anscheinend nicht so viel, nö, aus. Das ist ja eine coole Form, ey. Backpapier? Das geht nicht ohne, ne? Früher hat man ausgepinselt mit Butter und Semmelbrösel oder so. Kann man auch machen, aber da wir da Butter reinmachen, in der Füllung ist Butter drin, läuft die dann unten raus und dann gibt es so eine Sauerei. Guck mal, das macht man einfach so. Ah. Fertig. Ach, ist das geil. Oder? Kannst du das hier außen abreißen? Und am Rand brauchst du kein Backpapier. Richtig. Warum nicht? Weil das kannst du einfach mit dem Messer außen rum. Das kannst du ja unten, okay, unten nicht machen. Ey, weißt du, was wir vergessen haben? Hä? Meinst du, machen in den Teig? Zwei Eier. Oh. Aber es macht nichts. Die Hefe ist so schön frisch und fluffig. Dann machen wir es mal vegan. Nee, ist ja Butter drin. Butter. Aber kann man auch tatsächlich vegan machen. Mit Öl dann einfach anstatt, ja, Butter. Ja. Obwohl, gibt ja auch, nee, so das Ölteige, nicht, ne? Aber das könntest das, du vielleicht nicht, auch mit, ja, Margarine machen. Ah, nee. Und? Oh, sieht schön aus, ha? Sieht sehr schön aus, ja. Kriegt man den gerollt in der Konsistenz? Ist der nicht so weich? Ich glaube ja. Ich sage ja. Schauen wir mal. Backen ist halt immer so eine kleine Sauerei, wenn man sowas mit Ausrollen und so macht, ne? Ja, aber... Aber das Ergebnis, das belohnt einen doch so dermaßen dann, ne? Ah, schöne Konsistenz doch, ja, ist doch fest, ja. So, schön melieren. Jetzt hoffen wir mal, dass das Brett hier groß genug ist. Ich hätte ein größeres noch. Können wir wechseln. Noch ein größeres? Oder, mhm, wir nehmen eine Arbeitsfläche? Na, schon mal, ich habe hier so eins extra für solche Teige. Oha! Umschwenken. Kriegst du den runter? Halt mal oben fest. Ja, ja. Ah,
toll. So. Hier noch ein bisschen mehr Mehl. Er ist schon tatsächlich sehr weich, aber das kriegen wir hin. Ja, besser als andersrum. Ne? Wenn er jetzt zu krümelig wäre, wäre es, glaube ich, schwieriger. Ja, ne? Und wenn man Hefeteig zu fest macht, dann geht er auch so super scheiße auf. Dann, hast du, dann ist der zu schwer. Okay. Aber du backst nicht so gerne, sagst du. Ich esse es gern, aber ich bin noch nicht so reingekommen mit dem Backen. Vielleicht mache ich es noch. Ich meine, wenn ich hier sowas sehe, wie doch relativ einfach es dann geht, ne, wenn man es nur mal macht. Ja. Das ist wie beim Kochen ja auch. Ich müsste halt mich einfach mal so rantrauen. Ja. Ja, der ist noch ein bisschen hart, ne? Ja, fast. Wir probieren es mal. Ich glaube, das wird sehr, sehr gut. Mm. Jetzt fangen wir einfach mal an. Mm. Aha. Eine Schnecke draus rollen, ne? Mhm. So. Jetzt haben wir hier unser dein cooles China-Messer. Ui. Mhm. So, und jetzt können wir das hier reinstellen. Ah, schau mal her. Stellen wir die mal hier vorne hin. Mhm. Und wie nah aneinander oder genau, gehen die hier noch auf? Die gehen noch auf, also nicht zu dicht aneinander. Nicht zu nah, okay. Sollen ein bisschen Platz haben. Ja. Und schon hier so 5 cm sind das so gute. Ne? Wenn du hier jetzt was übrig hast, was machst du mit denen? Kann man so noch essen. Also nicht hier mit reinmachen, sondern machen wir extra. So, aber ein bisschen was geht hier noch. Da kann man noch eine abschneiden. Wir haben natürlich jetzt auch ein bisschen zu viel Kürbis gehabt und deswegen haben wir noch mehr Mehl reingemacht. Ja, weißt du? Ja. So. Und diese hier, die können wir einfach so. Und mit aufs Backblech legen. Genau. Ne? Ja. Ui, ah. So. Guck mal, so, ich komme ja aus Hamburg. Aha. Und so, wenn ich jetzt noch einen Stab irgendwie habe. Was für einen Stab brauchst du? Den nehme ich mal. Aha. Macht man Franzbrötchen. So. Aha. Und dann gehen die so ganz speziell auf. Aber das ist noch ein bisschen anderer Teig. Aber schauen wir mal, was gleich im Ofen passiert. Okay. Das heißt, die kriegen auch diese Schneckenform und das wird hier genau. So ein Konglomerat an Schnecken. Ein Konglomerat, genau. Jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch ein Eigelb und dann geht es auch schon fast los. Eins reicht? Ja. Dann machen wir noch ein bisschen Sahne mit rein. Hast du einen Pinsel? Ja. Ach, guck mal hier, jetzt habe ich hier so einen. Oh, hast dich schon voll gesaut. Macht nichts, ich habe ein Ersatz-T-Shirt dabei. Guck mal, jetzt hast du falsch rum gemacht. Ja. Mir gerade aufgefallen, ja. Mach aber nicht. Dann macht's doch nichts. Ja. Gib her. Oder ich mache halt ein anderes Schälchen, oder? Wie ja. Machen wir's? Kleinen Schuss Sahne noch mit rein, damit es ein bisschen mehr ist. Merci. Prego. Zucker kommt da nicht mehr mit drauf. Nee. Nur Eigelb, was war es jetzt und was hast du rein? Eigelb und ein bisschen Sahne habe ich noch mit reingemacht. Mhm. Kann auch Milch nehmen oder wenn man gar nichts hat, auch einen Schuss Wasser. Da wird jetzt aber ein Eigelb nicht reichen, schätze ich, oder? Ja, wart ab. Wir machen das jetzt hauptsächlich hier von oben, weil das andere backt ja so zusammen. Aber dann haben die da wenigstens so eine schöne goldene Farbe. Sieht geil aus, ne, mit dem Gelb. Super. Wir haben jetzt die Zimtschnecken, Zimtkürbisschnecken hier mit ein bisschen Eigelb bestrichen und das geht jetzt in den Ofen. Beziehungsweise wir lassen das jetzt hier erstmal noch 10 Minuten ein bisschen gehen und dann geht es nochmal für 20 Minuten ungefähr in den Ofen. Und dann ist es auch schon endlich soweit, dann können wir endlich essen. Und bis dahin können Sie noch ein bisschen ruhen. Es werden ganz viele Fragen kommen, wie viel Grad hat der Ofen? Wie viel Grad muss der ich den Ofen vorheizen? Hat 180 Grad, Ofen vorheizen, man könnte ihn... Also erstens ist er ja eh schon an, weil man den Kürbis vorher gemacht hat. Wir haben ihn jetzt einfach angelassen. Wenn man den Kürbis schon am Tag vorher zubereitet hat, könnte man ihn jetzt anmachen, weil die gehen jetzt noch 10 Minuten. Dann perfekt. Braucht der Ofen 10 Minuten. 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und ungefähr wie lange? Der Ofen vorheizt? Oder nee, wie lange? 20 Minuten. Drin lassen 20 Minuten. Okay. 20 bis 25 Minuten. Das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil jeder Ofen anders funktioniert. Genau. Jeder hat. Aber so Pi mal Daumen. Pi mal Daumen 20, 25 Minuten. Gut, okay. Und jetzt geht's in den Ofen. Schieben wir es in den Ofen rein.
Wie lange war es jetzt im Ofen? 20 Minuten? 20, 25 Minuten, glaube ich. Wir haben okay. ein bisschen zugequalmt hier. Ist ein ja. bisschen Butter daneben getropft. Aber ich hole es jetzt einfach mal raus. Ich habe gerade schon mal reingeluschert. Ich finde, das sieht Hammer aus! Stark. Richtig gut. Oder? Geile Farbe, ne? Ja, schön. Das ist schön schöne herzlich Schnecken. Auf jeden Fall. Und ich Zimtig, dachte mir, leicht Zimtnote, ne? Und du meintest noch so viel Zimt. Ja. Ich dachte, wir machen da jetzt noch ein bisschen Zuckerguss oben drauf. Das sieht nämlich immer sehr dekorativ. Super gern. Ich liebe ja Zuckerguss, auch wenn Zucker Gift ist, aber Zucker ist er Gift. Schmeckt halt einfach. Ne? Jetzt bräuchten wir noch eine kleine Schale, wo wir das eben anrühren können. Jawohl, und vielleicht du? Ein bisschen Zitronensaft oder Apfelsaft oder was du da hast. Du brauchst Zitronensaft? Und Puderzucker. Okay. Habe ich noch nie gemacht, muss ich zugeben. Macht nichts. Brauchst du einen Schneebesen? Nee, ich habe eine kleine Gabel. Boah, so viel. Ja, und jetzt pass mal auf. Das wird gleich ganz, ganz wenig. Ach so, weil so viel Luft drin ist. Ach, so wenig Zitronensaft? Erstmal, ja, wir fangen mal an hier, ganz okay. langsam an der Seite. Magst du noch einen ganz kleinen Schuss reinmachen? Mhm. So wenig. Und kein Mohn? Oh, Mohn ist was Tolles. Ja, mag ich noch nie gehört, dass jemand so gerne Mohn mag. Kannst du noch mal einen kleinen Schuss reinmachen? Bei mir wuchs ja... Oh, das war zu viel. Na, gibt's mehr Zuckerguss, muss halt mehr Puderzucker drauf machen. Bei mir wuchs ja Mohn wild im Gewächshaus. Tatsächlich wild aufgegangen. Oh. Dann hat sich herausgestellt, es war Schlafmohn. Ah. Die Leute haben schon gesagt, ja, was hast du da im Gewächshaus und so. Na, ist rausgerissen. Im Lauf, vor laufender Kamera. Oh. Oh. Weil das... Da kennt der Staat dann auch keinen Spaß mehr dann. Ne? Dann steht hier Kripo vor der Tür. Wäre zwar für die Kamera nicht bestimmt schlecht und für Klicks. Klicks, Klicks, Klicks. Alles für die Klicks. Aber wenn Rigotti dann im Knast ist, deswegen. Dann gibt es gar keine Klicks mehr. Dann gibt es nicht keine Videos. So, der Puderzucker ist schon ein bisschen ausgehärtet. Der war wahrscheinlich schon... Ein krümelig, ne? Ja. Es kann auch sein, dass der so 2010 abgelaufen ist, so wie die Trockenhefe. Der Zucker läuft nicht ab, oder? Hat Zucker ein Haltbarkeitsdatum? Zucker und Salz sind eine der ganz wenigen Lebensmittel, die kein Mindesthaltbarkeitsdatum brauchen. Das sagt so die Lebensmittelkennzeichnungsverordnung. Freiwillig darf man ein Datum drauf machen, macht aber wenig Sinn, denn diese Lebensmittel gelten als quasi ewig haltbar. Backen ist immer gut für weibliche Zuschauer. Ja, könnte ich gebrauchen. Ich habe so wenig weibliche Zuschauer, ist echt schade. Ach, schaut, wie schön das ausschaut. Doch. Wow. So, da machen wir jetzt einfach noch ein bisschen Zuckerguss drüber. Schau dir das an. Ach, das ist gar nicht so viel. Ich hätte jetzt gedacht, du machst das so flächig. Mm-mm. Aber ja, bei den Schnecken sieht man das ja auch oft so in Streifen. Ne? Ah, okay. Zack. Ich dachte, das kommt jetzt so flächig drüber, wie bei so einem Zitronenkuchen, der so eingepackt ist. Ne? Ich weiß, und zwar was du mit meinst, so einer so halben Zentimeter dicke. Also, Wahnsinn. Fertig ist unser Zimtschneckenkuchen mit Kürbis. Mhm. Können wir den gleich probieren? Mhm. Das heißt, guck mal, jetzt kann man hier nämlich einfach so. Die reißt man sich so raus, ne? Das rausreißen. Danke dir. Boah, sehen die gut aus. Prost. Zora, vielen, vielen Dank. Ich danke dir für deine Einladung. Oh, sind die gut. Mhm. Oh. Kürbis, Mehl, Zucker natürlich, jede Menge. Hefe. Und jetzt natürlich sehr heiß, mhm. Aber sind die gut. Also unbedingt nachmachen. Die Dinger schmecken saugut. Total easy zu machen. Mhm. Diese Teigrolle, ne? Schneiden, hochkant hinstellen in den Ofen und du hast wunderschöne Teigrollen. Ist also auf jeden Schnecken. Fall was zum Angeben, wenn man damit zu Freunden kommt. Und das mit dem Kürbis, das habe ich heute tatsächlich auch das erste Mal gemacht, ein bisschen gefreestylt, aber mir gefällt es ganz gut. Es sieht auch fürs Auge total schön aus. Du weißt, was mir gefällt? Dieser saftige Teig mit dem Kürbis drin. Mhm. Und dann diese Farbe. Also Farbe ist geil. Stark. Ne? Echt stark. Zora, vielen Dank. Du bist jederzeit wieder herzlich eingeladen, wenn du mal wieder in der Gegend bist. Wahrscheinlich eher nicht. Ansonsten komme ich mal zu dir hoch ins Piemannsland. Sehr gerne, komm unbedingt mal vorbei bei uns. Würde ich super gerne machen. Ja.
Halt mich auf dem Laufenden. Bin gespannt, was du machst, was rauskommt. Wenn ihr auf dem Laufenden bleibt, dann bleiben wollt, dann abonniert mich auch bei Instagram. @Zuri Lipanski. Zuri Lipanski. Genau. Verlinke ich unterm Video. Und ich hoffe sehr, dass von dir bald was zu sehen sein wird mit einem YouTube-Kanal wieder und kochen, weil das kannst du echt und das macht so Spaß, dir zuzuschauen. Danke. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gerne mit dem Daumen rauf. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ahoi, sagt euer Selbstversorger Rigotti zusammen mit Zora. Ciao. Tschüss. Genial. Die schmecken jetzt halt ein bisschen rauchig, ne? Finde ich nicht. Na? Schmeckst du den Rauch raus? Mhm. Tatsächlich. Mhm. Oder er liegt gerade eh in der Luft. Der Rauch. Ich glaube eher, dass es hier drin noch ist, ja. Hm? Sowas gibt es hier bei Rigotti in der Küche. Erratet, was das ist. Das ist Beefy. Beef Jerky. Sie sieht so ein bisschen aus wie Trockenfleisch. Ich kaufe tatsächlich Beefies, mache diese Plastikfolie weg, dann in Stücke schneiden, so 1 Zentimeter, unter mein großes Messer, schön platt drücken, ja, und dann der Stiel rein. Ja, also Beefies sind ja auch gutes Fleisch, ne? Also. Ja, also es ist, ist da was, da ist schon Fleisch drin, oder ist das nur Fleischgeschmack? Viel Glutamat auf jeden Fall. Aber das Gute ist, dass man hier auch gleichzeitig dann danach, du hast mitgedacht auf jeden Fall. Lecker, muss ich cool, ja sagen. Cool, das hat mich, das ich habe jetzt 3 Zähne weniger, aber schmecken. Koch mal hier und koch mal da. Ne, koch mal gibt's ja bald nicht mehr. Oh, da riecht's schon raus, du. Gell? Mhm. Das wird so lecker. Guck mal, wie wir hier rumgesaut haben. Ja. Ey. Hm. Wow. Oh. Was? Boah, sieht das gut aus. Ich bin hier gerade bei dem Selbstversorger Rigotti in der Nähe von München und wir haben diese geilen Zimtschnecken gemacht. Ach, guck mal, wie meine Stirn glänzt. Puder. 5 Ja, wir haben, nein, wir haben es gar nicht eilig. Also, ich bin immer so ungeduldig bei sowas. Ich habe vor kurzem eine Pizza gemacht, Pizzateig. Mhm. Bin ich auch so schlecht, muss ich zugeben. Ich kaufe den fertigen Pizzateig. Mhm. Und dann hast du so eine schöne Knetmaschine da hinten. Ja, ich weiß. Und einer auch von den anderen Garten-YouTubern, der Sascha, der hat mir gezeigt, wie so super simpel das ist. Ey, Pizzateig wirklich? Machen. Und man muss ihn halt gehen lassen. Das ist was, ich will Pizza machen, komm. Aber guck mal, dann machst du das als erstes und dann musst du eh die ganzen Zutaten schnibbeln. Mhm. Und in der Zwischenzeit geht der. Ja. Es geht wunderbar, genau. Ja. Man muss sich eigentlich nur dran gewöhnen und es halt machen. Wie es mit so vielen Dingen ist. Dann habe ich einen Pizzateig gemacht und habe keinen Bock gehabt zu warten und habe auch, ich glaube, ganz ohne Hefe oder habe ich ein bisschen Hefe rein, aber gar nicht gehen lassen, sofort verarbeitet. Und ich habe nicht so eine Pizza gemacht, sondern ich habe so kleine Fladen einfach gemacht. Mhm. Ne, und auch nicht ausgerollt, sondern mit der Hand nur so ausgedrückt. Hier halt. Also hattest du es richtig eilig. Und dann so belegt mit schön, auch so selbstgemachter Tomatensauce und ein bisschen Zwiebeln drauf und Käse und ein bisschen Parmesan drauf und zack in den Backofen. Die waren gut. Echt? Boah, der Teig war so knusprig, da hat nichts gefehlt, muss ich sagen. Er war halt dünn, ne? Ich habe den schön dünn da ausgezogen. Voll gut. Boah, also, ich mich reinlegen können. Ja, da sieht man, wie es lohnt sich. Und da ist dieser gekaufte Teig, wo ich immer dachte, hey, der ist nicht schlecht, den kannst du vergessen dagegen. Gegen so einen selber gemachten, boah. Aber gut, dass du es gemerkt hast. Ja. Ja, so ist es tatsächlich mit den meisten Sachen. Ich backe auch super gerne Brot, aber das ist immer so zeitintensiv. Beziehungsweise, das finde ich wieder nicht. Was ist denn da zeitintensiv? Du, das meiste macht der Teig alleine, ja. Aber es dauert halt so mehrere Tage. Ein Kuchen, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ach scheiße, ich bin in 2 Stunden bei einer Freundin eingeladen, schiebst du nochmal eben ein paar Muffins in den Ofen. Und Brot musst du aber planen. Du musst wissen, okay, ich muss jetzt irgendwie den ganzen Tag über zu Hause sein, um immer wieder den nächsten Schritt zu machen. Mhm. Die Arbeitszeit an sich ist vielleicht eine halbe Stunde. Mhm. Aber die Wartezeiten und das kontrollierte Gären oder gehen lassen. Redest und du so. Von Hefe oder von Sauerteig? Ich mag gerne Sauerteigbrote. Mhm. Und ich finde, man braucht halt immer so super viele Zutaten. Du brauchst dann irgendwie schon alleine die ganzen Körner. Wenn du hast Sesam, Sonnenblumenkerne, Schrot, was weiß ich, Dinkel. Koriander. Ja, alles Mögliche, was du da noch mit reinhaust. Dann hast du halt immer so einen riesen. Aber ich mach doch meinen Teig. Ich habe mein Mehl, ich habe mein Wasser, ich habe Salz. Und dann Körner, was ich gerne reinhaue.
Genau. Und das knete ich durch, lasse es gehen, dann knete ich es nochmal durch, nach Stunde oder wenn auch immer Gehzeit, knete ich es nochmal durch, lasse es nochmal ein bisschen gehen und haue es dann in die Form und in den Ofen. Oder mache eine Form drauf und haue es in den Ofen. Ja. Da habe ich auch so ein sehr schönes. Das funktioniert auch. Ah, so ein Gärkorb hat das diese sogar. Diese Gärkörbe, ja. Kriegst schöne Leiber mit hin. Ja. Voll gut, muss ich mir auch mal kaufen. Ja, ey, so kann man es auch machen. Mhm. Ich mache es aber auch gerne mit Sauerteig. Ja, Sauerteigbrot mag ich total gerne. Ja. Lieber als normales Hefebrot. Ja.